Hallo, wir melden uns zurück aus dem Sommerurlaub und beginnen den Tag erstmal mit einem gemütlichen Frühstück auf unserer Terrasse. Also ich glaube, wir haben uns den schönsten Tag in diesem Jahr ausgesucht, um jetzt heute wieder ein Video zu machen. Und was ich zu der letzten Zeit sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall nicht so gut darin bin, regelmäßig Videos zu machen und da diszipliniert zu sein, und dass ich sehr gut darin bin, Ausreden zu finden, warum ich heute kein Video mache. Uns geht's allen prächtig und es ist mit zwei Kindern einfach ein bisschen mehr Arbeit, und dazu hatte ich auch noch viele Filmaufträge, was sehr gut ist, aber gefühlt habe ich einfach keine Zeit gefunden, dann da auch noch Videoblogs zu machen. Und aber umso schöner, heute bei strahlend blauem Himmel ein Video zu machen. Wir machen nachher noch einen Ausflug, wissen noch nicht wohin, aber es wird auf jeden Fall ein schöner Tag. Gemütliches Sonntagsfrühstück. Marie, guck mal. Das sind. Dann hört man nichts mehr. Achso. Es gibt einen interessanten Brauch in Berchtesgaden, dass die irgendwie zu jeder Gelegenheit hier auf den Berg steigen und irgendwie ihre Böller abschießen. Ja, wir sind da jetzt nicht so begeistert davon. Die Kinder nicht. Also vor allem halt Marie, die ist immer in Panik da, fängt an zu zittern, hat voll Angst. Aber die Ohrhörer mag sie auch nicht. Das ist so laut, das ist doch für die ganzen Tiere hier auch kein Vergnügen. Und das ist jetzt schon zum dritten Mal in diesem Jahr oder so. Da das hier mit dem Knall nicht aufhört, sind wir reingegangen. Mama. Kirschen waren im Angebot, also mache ich erstmal eine Kirschmarmelade. Wer sehen möchte, wie wir unsere Marmeladen mit unterschiedlichen Früchten machen, kann hier auf das Video klicken. Jetzt sind wir auf einem schönen Spaziergang hier. In den letzten Wochen hat sich auch ein bisschen mein Antrieb, warum ich die Videos hier mache, verändert. Also in erster Linie dachte ich ja, ich mache die Videos, um halt irgendwie als Filmemacher oder auch als Person bekannter zu werden. Und ja, es braucht einfach Zeit, und ich denke, ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet von was die Videos in kurzer Zeit erreichen können, und aber was sich herausgestellt hat, dass es uns einfach super viel Spaß macht, die Videos anzugucken und auch zu erleben, wie schnell man Sachen vergisst und wie toll es ist, davon Erinnerungen zu haben. Wow! Manche Sachen sind auch einfach cool zu teilen. Auf jeden Fall, klar. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt nicht irgendwie zwingen, regelmäßig Videos zu machen. In Zukunft gibt es also eher unregelmäßig Videos, und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Lilian hat gerade noch hinzugefügt, wo sie auch recht hat. Also nur für uns mache ich das natürlich nicht. Das stimmt nicht ganz, weil hätte ich nicht die Plattform mit YouTube, dann hätte ich wahrscheinlich wenig Antrieb, solche Videos nur für uns zu produzieren. Also, dass ich wirklich mir Mühe gebe und ein gutes Video machen will, das mache ich natürlich für euch. Also. Yeah. Ja,
Hände im Kofferraum verbrannt. So heiß. Oh Gott. Ja, schönere kleine Pause hätte man, glaube ich, nicht machen können. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Und solange uns das Gewitter nicht überrollt, grillen wir schnell noch ein paar kleine Burger mit ein bisschen Paprika. So, gegessen haben wir jetzt schon. Ein schöner Tag geht zu Ende. Das Video ist auch vorbei an dieser Stelle. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben für das Video. Und wenn ihr keins der Videos, die in nächster Zeit auf diesem Kanal hochgeladen werden, verpassen wollt, dann abonniert den Kanal natürlich auch gerne. Alles Gute und bis bald. Ciao!